Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zurück zu Gran Turismo 3. Heute mit dem Ford Focus Rally Car. Und wir gucken mal ganz kurz. Wie viel Prozent Fortschritt haben wir eigentlich? 77,8. Ui. Ja, durch die Rally-Events geht es, glaube ich, auch relativ flott gerade noch. Wir werden irgendwann nochmal an so ein Cap rankommen. Da geht es wieder einen Ticken langsamer voran. Wenn wir die ganzen Endo-Events fahren und die ganzen Profi-Events, vor allem die Formel Gran Turismo-Geschichte und sowas. Das wird einen Moment dauern, aber da dauert es ja noch ein bisschen, bis wir dort sind. Jo, ich glaube, ich mache noch mal eine Sache. Die mache ich im Regelfall zwischen den Folgen. Aber da ich jetzt ein paar Folgen auch am Stück aufnehme, habe ich das jetzt mal nett gemacht. Wir gehen nämlich ins Speicher rein. Und 20% Spielfortschritt. Ich glaube, pro Rennen war es ungefähr 0,2%, die du erlangst. 20% Spielfortschritt, jetzt fahren wir Tahiti Maze übrigens rückwärts. 20% Spielfortschritt war, oder ein Rennen ist ungefähr 0,2%. Das heißt, wir bräuchten noch ungefähr 100 Rennen. Du kriegst auch für die Meisterschaftstrophäe noch ein bisschen was, deswegen schätze ich mal, ungefähr 100 Rennen sind noch über. Und eines davon fahren wir jetzt. Ah, die Strecke. Ah, rund 500 PS haben wir in dem Kübel jetzt. Ui. Schöner Drift. Bro. Eieiei, der fährt sich ja richtig krass. Also ich glaube, wenn du den mal ein bisschen ungünstig querstellst bei einem Kurveneingang, dann verlierst du auch wieder was. Aber dann richtig, weil dann landest du halt in der Mauer. Aber wenn alles gut läuft, scheint das Ding ja richtig, richtig Performance abzuliefern. Guten Turn-in zu haben. Du kommst auch gut aus der Kurve wieder raus. Sieht gut aus. .53.0 klingt auch einfach nach einer sehr guten Runde. Und ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass ich... Man kann, es keine fliegende Runde, deswegen wir werden nicht wirklich erfahren können, ob das jetzt eine gute fliegende Runde gewesen wäre. Es sei denn, man nimmt Sektor 1, guckt, okay, wie viel Zeit hast du grob beim Start verloren und vergleicht es miteinander. Aber das wäre mir jetzt zu aufwendig alles, vor allem, weil ich nicht die Sektor 1 Zeit im Kopf von eben habe. Wobei, man kann überlegen, 26.7 jetzt. Wir gucken mal im nächsten Rennen, was Sektor 1 mit Rennstart bedeutet. Ich glaube, wir haben halt echt gerade eine sehr gute Runde hingelegt einfach. Und der Ford Focus geht ab. Das Einzige, was mich bei dem wirklich ein bisschen stört, ist, dass der Heckspoiler ein bisschen zu schmal ist. Ein bisschen breiter würde er halt quasi die Rückleuchten mit einschließen. Dann wäre das halt echt cool. Das meinte ich, wenn du den mal überdrehst, dann wird es schwierig. Also sagen wir es so, es ist ein Auto, das sehr, sehr gut liegt in den Kurven. Aber es ist ein schmaler Grat. Dafür, dass er quasi kein Untersteuern hat, ist er aber auch dann umso zickiger, wenn es mal problematisch wird.
ich sag mal so, wir waren im ersten Run schneller sogar. Und er ist eine 1,52er Zeit gefahren. Okay. Ich habe noch nie die Replay-Options gesehen, glaube ich. LOL. Das Lustige ist, dadurch, dass ich mir jedes Mal ja nur ein Turbo kaufen muss, manchmal auch nur Stufe 2 sogar, und wir die Autos gestellt bekommen und wir uns so durchwursteln können durch die verschiedenen Events hier, ist es alles sau entspannt, was unseren Kontostand im Spiel angeht. Also wir haben immer noch weit über 2 Mio, was echt ganz geil ist. Ich muss mal so eine Shopping-Folge einbauen hier in GT3. Machen wir vielleicht mal, wenn wir das Spiel durch haben, dann gucken, was für Autos noch fehlen. Machen wir so eine Shopping-Folge. Oder bevor wir in die Formel-GT-Meisterschaft gehen, weil die Formel-Autos kannst du eh nicht kaufen. Und in der Formel-GT-Meisterschaft, da kannst du halt nur die Formel-GT-Autos oder Formel-Autos bekommen. Heißt, da ist schon klar, okay, du kriegst keinen Mitsubishi 3000 GT mehr oder so. Ja, aber das machen wir. Bräuchte ich nur mal einen zweiten Bildschirm noch parallel anzumachen, dass ich dann auch die Fahrzeugliste mir aufrufen kann, dass ich weiß, okay, welche Autos fehlen und welche nicht. Da habe ich wahrscheinlich auch schon ein, zwei Mal erzählt, aber als Kind war ich einmal super fasziniert davon, dass manche Leute, zum Beispiel auch Freunde von meinen Geschwistern, den R93 GT1 hatten. Ich weiß nicht, ob ich bei dem, als Roadcar, ich weiß nicht, ob das der war oder der Toyota GT1 als Roadcar, aber ich war auf jeden Fall super fasziniert bei einem der beiden Autos, dass sie das als Roadcar haben. Weil ich wusste nicht, dass es die als Roadcar gibt. Wie gesagt, ich war da, wenn es hochkommt, 8 oder 9. Und ich habe auch nicht jeden Cup so oft gemacht, dass ich dann quasi wissen konnte, okay, welches Auto gibt es jetzt wie oft. Ich bin übrigens in der Runde eben, in der ersten Runde, 1,5 Sekunden schneller gewesen als in der jetzigen ersten Runde. Das zeigt schon mal, die war auf jeden Fall nicht schlecht, die Runde, glaube ich. Nee, aber da war ich halt total fasziniert, weil es gibt halt nur gewisse Autos, die bekommst du halt nur, wenn du irgendwie den Cup dazu gewinnst und dann halt Glück hast, dass eines, dass das Richtige der vier Autos halt auch eben an dich geht. Ich überlege gerade, es wäre eigentlich ganz cool, wenn du schon dieses System hast, dass dann, weil du musst ja eine Strichliste dann führen, welches Auto habe ich bekommen in der Meisterschaft. Es wäre eigentlich auch ganz cool, glaube ich, wenn du dann im Prinzip so ein Signal bekommst, okay, eines dieser vier Autos hast du schon in der Garage oder hast du schon gewonnen? Weil sonst gewinnst du halt jeden Cup viermal, mindestens, in der Hoffnung, dass du alle vier Autos gewinnst. Aber was ist, wenn das vierte Auto in der Liste quasi, dass du das schon hattest? Wenn du das schon hattest. Klar, mittlerweile gibt es Komplettlösungen und so weiter und so fort, aber ich meine ja nur aus der Sicht von damals, du hast halt eine Liste führen müssen. Ich weiß auch noch, als Kind, da waren so Websites wie cheats.de oder cheats mit z.de auch noch ganz groß. Irgendwann wurden Spieletipps ganz groß. Ich glaube, die Seite wurde letztens erst geschlossen. Aber dann sitzt du auch immer da und guckst dir das alles an, findest das cool. Es gab so vereinzelt Momente, wo ich auch wirklich bei Spieletipps konnte auch Fragen nämlich stellen und auch beantworten als Community-Mitglied dann. Also wenn du dich registriert hast, Community-Mitglied klingt so, ja, ich habe mich hochgeackert oder so, nee, also auf jeden Fall, du konntest dann Fragen stellen, auch Fragen beantworten und so, und irgendwann habe ich auch Fragen gestellt und auch beantwortet und so. Ich weiß, dass ich da auch damals meine, ey, ich bin aufmerksamkeitssuchendes Kindphase hatte, so, und dass ich dann teils auch einfach gesagt habe, so, hey, ja, und GT5 und, oder GT4 und dann irgendwas rausgehauen habe, was totaler Blödsinn ist oder so. Oder auch teilweise einfach Wunschdenken äußert habe.
falls einer von euch mal bei Gran Turismo 5 überlegt hat, vor Release, okay, was für Autos könnte es geben? Und da hat jemand auf Spieletipps.de geantwortet, hey, ich glaube, die ganze Formel 1 Saison 2005 wird drin sein oder sowas. Oder 7 oder 8, I don't know. Ja, seid euch dessen bewusst, dass das potenziell Dave gewesen sein könnte. Oh oh. Danke! Bei einer Sache seid ihr euch ja schon bewusst, da das Spiel schon draußen ist und ihr es ja auch wisst, was drin war und was nicht. Zumindest grob. Das war natürlich Blödsinn. Oder Wunschdenken, wie man es nennen mag. Wunschdenken klingt auf jeden Fall sehr viel freundlicher. Mir gegenüber. Ja, aber das war natürlich alles Quatsch. Aber als Kind da sagst du gewisse Sachen, weil du denkst, hey, das ist eindrucksvoll, das ist cool und sonst was. Und manchmal saugst du dir auch Sachen aus den Fingern. Manchmal auch einfach, weil du dir nicht eingestehen kannst, hey, ich bin einfach nicht so krass, wie ich denke, dass ich es bin. Diesen Moment hatten sicherlich auch viele Leute, die zum Beispiel im Internetcafé früher Counter-Strike gespielt haben und da vielleicht der Beste waren im jeweiligen Internetcafé. Früher, für die Leute, die zu jung sind, um das zu wissen, gab es auch Internetcafés, weil Internet war nicht so weit verbreitet. Da konntest du hingehen, zum Beispiel auch gegen deine Freunde im LAN zocken, also alle schön vor Ort. Ja. Und ich weiß auch, dass ich da einmal Command & Conquer mit so einer richtig krassen Mod gespielt habe. Da waren so wirklich auf dem Land auch so Flugzeugträgermäßige Dinger und so. Und da war total verrückt, das ganze Generals übrigens. War komplett krass, aber ja. Ich wusste damals auch nicht wirklich, was Mods sind und so. Das war crazy. Nee, und wenn du quasi im eigenen Internetcafé der krasseste bist in Counter-Strike, dann ist natürlich cool. Ich habe halt zwei ältere Brüder und die haben mir dann auch irgendwie erzählt, dass man da teils auch einfach sich quasi, dass da sich Fünfergruppen gebildet haben und man hat quasi Internetcafé gegen Internetcafé gezockt und dann, keine Ahnung, ging die Pizza irgendwie auf die Gruppe der anderen oder so, von den Verlierern. Und dass das irgendwie auch ganz cool war, aber wenn du mal quasi auch, wahrscheinlich wenn du allein schon mal von deinem Internetcafé, wo du Stammbesucher bist, absiehst und dann guckst, hey, wie ist es denn in der Stadt, in der ich lebe? Oder spätestens, wenn du im Bundesland schaust, in dem du lebst, dann gibt es einfach so viele Leute, die so viel krasser sind als du. Und das willst du als Kind natürlich ganz besonders nicht realisieren. Wenn das teilweise schon Erwachsenen schwerfällt, einfach zu sagen, hey, es gibt gewisse Sachen, die finde ich krass und cool und sonst was und ich habe dahingehend einfach nicht so viel Erfolg, wie ich gerne hätte, dann fällt es Kindern, glaube ich, erst recht sehr, sehr schwer. Und ja, dann war es halt so, dass ich auch, keine Ahnung, in der Schüler-VZ-Gruppe, wo es um Gran Turismo ging, auch mal behauptet habe, ich hätte irgendwie Gran Turismo 4 30 Mal durchgespielt oder so, wo man sich halt auch denkt, so erstens, wenn ja, warum bist du so hobbylos? Und zweitens, wenn nein, vor allem mit 15 Jahren oder so, wenn ich es irgendwann mit 50 Jahren behaupten kann, dass ich Gran Turismo 3 20 Mal durchgespielt habe, dann wird es wahrscheinlich sogar wahr sein. Dann ist es aber auch ein Zeitraum, in dem geht das, finde ich, in Ordnung, wo man nicht sagen kann, Bro, wie hobbylos bist du denn bitte? Aber wenn mir jemand mit 15 oder so behauptet, der hätte 30 Mal GT4 oder so durchgespielt, dann denke ich mir auch so, okay, RIP, allein, das muss man sich mal überlegen, allein die, ja gut, die, ist halt die Frage, wie definierst du das? Mit B-Spec-Modus wäre das wahrscheinlich relativ einfach sogar. Bringt dir halt aber nichts, weil du guckst halt einfach nur die ganze Zeit der KI zu, wie sie Autorennen fährt. Aber mal angenommen, du willst selbst alles durchspielen, dann wären allein schon die 24-Stunden-Rennen, wenn du sie 30 Mal fährst, es gibt drei Stück davon übrigens in GT4, dann wären das allein schon 72 Stunden mal 30. Das wären über 2000 Stunden. Oder rechnen wir es anders? 3 24-Stunden-Rennen sind 3 Tage. Wenn du es 30 Mal durchgespielt hast, hast du allein 100 Tage in deinem Leben damit verbracht, 24-Stunden-Rennen in Gran Turismo 4 zu spielen. Das ist crazy. Ja, und natürlich ist es halt auch nicht glaubwürdig, wenn du sagst, jo, easy, da habe ich schon alles gemacht. Weil der Rest des Spiels dauert natürlich auch nochmal seine Zeit. Ja. Aber ey, wie gesagt, man hat einfach teilweise Blödsinn gelabert. Man wollte sich cool fühlen und irgendwann hast du einfach so mit diesem Gedanken auch einfach gespielt, dass
Also, einer meiner Lieblingssprüche irgendwann war, ich habe halt auch super gerne Tetris gespielt, ich hatte auch so ein kleines, boah, das sah ein bisschen aus wie der erste Game Boy Advance. So ein Tetris-Spiel hatte ich dann halt, wo du auch immer die Batterien wechseln konntest. Irgendwann ist auch zum Beispiel der An-Aus-Knopf rausgefallen und so. Super madiges Ding irgendwann geworden, das Teil, aber es hat halt Spaß gemacht. Ich habe halt ultra gern Tetris gespielt in meinem Leben. Und parallel auch Podcast gehört oder so. Das war einfach cool. Und ja, dann habe ich. Irgendwann kommst du halt in die Phase, da merkst du halt, es ist auch einfach cool, wenn du lustig bist, statt dich cool zu fühlen auf Krampf so. Und dann fange ich auch, oder dann so, boah, ja, du spielst echt viel Tetris, boah, du spielst auch echt gut Tetris. Ich so, ja, was glaubst du, wer der deutsche Tetrismeister ist? Ich sicherlich nicht. Das ist einer meiner Lieblingssprüche gewesen. Oder was glaubst du, wer letztes Jahr Tetris-Europameister geworden ist? Ich sicherlich nicht. Nee, aber das ist dann doch ganz funny. Und so ein gewisses Understatement ist ganz cool. Anknüpfend an die letzte Episode oder vorletzte Episode, wo ich ja gesagt habe, ey, ich mag's nur einen auf dicke Hose zu machen bei Leuten, wo ich merke, denen ist sowas wirklich wichtig. Nur um die dann so ein bisschen zu erden. Der ist hängen geblieben, der Dude. Der hat einen Fehler gemacht. Der ist vor dieser einen letzten Haarnadelkurve hat er einen Fehler gemacht. Krass. So 10 Sekunden Vorsprung jetzt für mich oder so. Lustig, weil ich im letzten Rennen Fehler gemacht habe und er jetzt? Geil! Nee, aber da bin ich auch mittlerweile sowas von im Reinen mit mir. Ich glaube, das ist eh so eine Sache, die ich als super positiven Aspekt für mich selbst festhalten kann. Vorsicht, es könnte jetzt durchaus selbstverliebt klingen, was ich sage, aber ich glaube, das, was ich sage, ist nicht selbstverliebt, sondern einfach nur das Gesündeste, was du im Leben haben kannst. Ich fühle mich in meiner Haut unfassbar wohl. Also wenn ich mal wirklich mich selbst in irgendeiner Form hinterfrage und mal überlege, wo stehe ich im Leben, wie stehe ich charakterlich da vor allem und ist das so, wie ich mich als Mensch mag? Ist es so, wie ich mich als Mensch mögen würde? Da muss ich sagen, es gibt viele, viele Aspekte an mir, die ich voll in Ordnung finde. Um das mal so diplomatisch vorsichtig auszudrücken. Es ist auch immer übrigens sehr, sehr erfrischend, wenn man von Leuten, das habe ich auch schon ein, zwei Mal erlebt, wo Leute auch im Discord dann sagen so, ich bin auch manchmal auf fremden Discords unterwegs von anderen Leuten, dann sagen sie so, ey, keine Ahnung, wie gesagt, ein, zwei Mal gab es den Fall, wo Leute sagen, ey, im Stream hast du manchmal halt ein bisschen arrogant oder überheblich oder so gewirkt, aber du bist ja voll entspannt, du bist ja voll in Ordnung so. Und das ist so ein Aspekt, den ich an mir selbst ganz cool finde. Ich bin wirklich sehr entspannt. Ich bin sehr gechillt, ich bin sehr empathisch, ich helfe gerne Leuten. Und das ist, glaube ich, dann ein Charakterzug, der sehr selten ist. Ich helfe Leuten teilweise auch, wenn der Erwartungswert, was du quasi als Payoff zurückbekommst, niedriger ist. Ob man es jetzt finanziell sehen mag oder einfach rein emotional, weißt du, ich bin halt gerne auch für Leute da, wenn sie es brauchen. Und das, obwohl ich im Regelfall halt nicht so die riesigen Probleme im Leben habe, dass Leute für mich da sein müssen. Ergo, du gibst am Ende mehr Kraft, als du quasi zurückbekommen wirst, weil bei dir Krisenzeiten vielleicht einfach nicht so oft einsetzen oder so. Aber ich mache das trotzdem super gerne, einfach weil es auch mir ein gutes Gefühl gibt. Abkürzung davon, ich bin halt sehr, sehr empathisch, hilfsbereit auch. Und grundsätzlich, da können wir gerne mal von dem charakterlichen mal absehen. Ich habe auch sonst viel im Leben, womit ich sehr, sehr zufrieden und happy bin. Allein das Umfeld, das ich mir geschaffen habe. Ich habe auch sehr viel Kontakt zum Beispiel zu meinen Moderatoren auf Twitch. So, dass ich sogar sagen würde, die meisten von denen sind halt mittlerweile Freunde geworden. Fertig, Punkt, aus, Ende. Und fernab davon muss man halt auch einfach sagen, das ist halt auch, glaube ich, ein Punkt, auch wenn ich das nie so an die große Glocke hänge, ich bin auch mit meinem Job
A, sehr im Reinen und B, natürlich auch sehr erfolgreich, womit ich dann auch eben mir mittlerweile viele Sachen ermöglichen konnte, wo von außen, was von außen natürlich super erstrebenswert ist, so. Ich meine, ich habe verschiedene ultra krasse Erlebnisse in meinem Leben gehabt, gegen Formel-1-Fahrer zu fahren, gegen DTM-Fahrer zu fahren, mit DTM-Fahrern befreundet zu sein und sowas. Es ist halt alles super wild und krass und crazy. Aber natürlich auch, wenn du mal auf den materiellen Aspekt einfach random mal schaust und sagst so, ja, der Bub konnte sich ein GT3 RS bestellen. Übrigens, für die Leute, die ein bisschen grübeln, das ist kein Leasing, sondern das ist legit ein Kauf der GT3 RS. Der wird gekauft. Allein sowas ist halt schon krass. Und es ist fast egal, auf welchen Aspekt in meinem Leben ich halt schaue. Ich meine, es gibt natürlich gewisse Aspekte, die habe ich mit Scheuklappen auf ignoriert. Aber alles, was ich im Prinzip angepackt habe, ist halt irgendwie ganz gut gelaufen. Natürlich gehört immer eine Portion Glück dazu. Aber zum Beispiel auch, mit welchen Leuten umgibst du dich, das hat halt auch primär damit zu tun, wie bist du selbst drauf. Und ich glaube, wenn mein Umfeld sehr, sehr cool drauf ist und wenn das halt eben oft sehr gute, reflektierte Menschen sind, dann ist das nicht so unendlich schlimm und falsch, was du selbst im Leben machst, glaube ich. Da bist du nicht ganz so schief gewickelt. Und das macht mich dann doch alles sehr, sehr happy. Irgendwie. Und irgendwie mache ich dann doch ein paar Sachen im Leben wohl richtig. Wie gesagt, manche Aspekte habe ich dann grob umschifft. Wir haben tatsächlich 0,6% geschafft hier. Also jedes Rennen hat 0,2 dazugegeben. Manche Aspekte habe ich grob umschifft. Da hole ich jetzt ein bisschen nach. Zum Beispiel was persönliche Kontakte IRL angeht und so. Auch das erweist sich dann teilweise nicht als so super, super einfach, aber es geht voran. Und es passt bis jetzt sehr, sehr vieles. Und da kann ich, glaube ich, sehr, sehr happy sein. Ja, ich denke, ihr wart auch happy mit dieser Episode. Wenn dem so ist, lasst gerne auch noch oben da gerne ein Abo raus. Und beim nächsten Mal wieder dabei sein und dann geht's vielleicht in den Subaru Impreza als Rallycar. Hatten wir den schon? Weiß ich nicht. Vielleicht auch ein Toyota Celica. Reimt sich, deswegen habe ich es gesagt. Ansonsten, ich werde eher den Subaru fahren. Bis zum nächsten, ihr Lieben. Haut rein. Tschüss.